Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Gäste, wir wollen uns jetzt mit etwas befassen, das einerseits keineswegs eine Erfindung des Internetzeitalters ist, andererseits aber mit und durch das Netz eine eigene Dynamik gewinnt, nämlich mit der berühmten Einbeziehung des Publikums in Entscheidungsprozesse von Theater oder vielleicht auch von Kulturprojekten allgemein. Von Teilhabe, das hat man jetzt in den anderthalb Tagen schon gemerkt, ist ja sehr viel und andauernd die Rede. Nicht nur in Netzdiskursen. Und fast scheint es mir manchmal, als sei das das neue Erlösungswort. Bei Erlösungssprechen sollte man, so viel darf man aus der Geschichte vielleicht dann doch lernen, genau hinschauen. Weder das Netz überhaupt noch Teilhabe taugen ja als Heilsbringer. Und wo sie als solche herhalten müssen, ist eher Skepsis angebracht. Also das Gespräch, das Nachfragen. Denn was Teilhabe ist, Partizipation, überhaupt bedeutet, was es bedeuten kann, was es vielleicht auch nicht bedeuten sollte, darüber herrscht, auch das habe ich bei den Diskussionen zuvor immer wieder gedacht, bemerkenswerte Unklarheit. Wovon alle reden, ist eben noch nicht unbedingt verstanden. Wir wollen hier deshalb über etwas ins Gespräch finden, bei dem Teilhabe ganz konkret wird. Mit konkreten Absichten und konkreten Folgen. Eben über Crowdfunding, vielleicht auch über Crowdsourcing. Über Prozesse also, in der die Crowd, das Publikum, mit finanziellen oder ideellen Mitteln einem bestimmten Projekt auf die Wege hilft. Und für Crowdfunding gilt auch, dass es derzeit zwar sehr viel diskutiert wird, auch praktiziert wird, aber noch nicht unbedingt klar ist, womit man es eigentlich zu tun hat. Vor allem nicht mit welchen Folgen. Sicher scheint nur zu sein, dass die wachsende Aufmerksamkeit für dieses Thema zu einem umfassenden Komplex gehört, den man so gemeinhin als Strukturwandel des Theaters beschreibt. Und unabhängig davon, so meine ich, mit welcher Haltung man das betrachtet, wird es wichtig sein, sich damit zu befassen. Andernfalls gerät man womöglich in die Räder einer Entwicklung, die jeder Steuerung entzogen ist, und das ist keine gute Entwicklung. Das wollen wir jetzt versuchen, genauer zu verstehen, wo und wie Crowdfunding, also die Beteiligung, die Teilhabe im Theater, eine Rolle spielen kann. Dafür begrüße ich mich und freue mich, begrüßen zu dürfen, zunächst Barbara Mundel, ganz außen. Sie ist Intendantin des Theaters in Freiburg, war hier einige Zeit Mitglied im Leitungsgremium, ich das richtig ausdrücke, an der Volksbühne, dann Direktorin in Luzern, Chefdramaturgin in den Münchner Kammerspielen und jetzt seit 2006 in Freiburg, also doch schon eine längere Strecke. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Ja, das ist auch mal schön, das gute alte Live-Medium des Applaudierens. Ich freue mich, Annemie van Ackere vorzustellen, die künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin in Personalunion am Hebbel am Ufer, hier in Berlin. Sie war vorher viele Jahre in Rotterdam an der Schouwburg, spreche es bestimmt falsch aus, dort auch künstlerische Co-Leiterin und Chefin eines angegliederten Produktionshauses und ist jetzt seit 2 Jahren in Berlin, seit 2012. Und ich freue mich, Jens Best vorzustellen. Er ist Selbstständiger, Freier, wie man so sagt, frei in Anführungsstrichen wahrscheinlich, arbeitet als Berater und Dozent für verschiedene NGOs, Unternehmen, viel, vor allem für startnext.de, eine der oder die führende Plattform für Crowdfunding-Projekte in Deutschland überhaupt. Und ist Mitglied im Präsidium, gewähltes Mitglied im Präsidium, wie ich vorhin erst richtig gelernt habe, von Wikivedia Deutschland e.V. Herzlich willkommen. Ich will am Anfang erstmal ein bisschen genauer rauskriegen, was Crowdfunding eigentlich ist. Ich habe es versucht, ich verstehe es letztlich nicht wirklich, jenseits der ganz banalen Dinge, dass da sozusagen beim Publikum Geld eingesammelt wird. Jens Best, bei startnext.de, wo Sie arbeiten, was die größte Community dafür ist im deutschsprachigen Raum, steht auf der Website groß und dick als Werbung: Crowdfunding fördert Kreativität und Innovation. Klingt super. Erklären Sie uns, warum Crowdfunding Kreativität fördern soll. Es ist eine der Möglichkeiten, wie man Kreativität finanzieren kann.
Und zwar, indem man sagt, wir haben eine Idee, die bekommen wir bei unserem Chef nicht durch, oder die bekommen wir von unseren Mäzen, die wir kennen, nicht gefördert. Und wenn man dann halt eben keine Anträge schreiben will, kann man es anders probieren. Das heißt nicht, dass es dadurch einfacher wird. Das ist eine Antragsbrosa-Vermeidungsstrategie. Also eine der Möglichkeiten ist natürlich, dass man dann sagt, okay, ich möchte keine Anträge mehr ausfüllen, keine Förderanträge mehr ausfüllen, sondern ich gehe jetzt raus. Aber das ist natürlich dann, dadurch wird natürlich auch so ein bisschen die eine Angst durch die andere ersetzt. Ja, man hat die Antragsangst, also nach dem Motto, wann kommt denn jetzt endlich die Förderung, kommt sie überhaupt, mit wem redet man da, wo sitzen diese Menschen, die dann diese Anträge in ihrer 16-fachen Ausführung dann auch lesen, wird ersetzt durch die Angst, wir gehen jetzt raus zu den Leuten und sagen, wir wollen was Tolles machen und wir fänden es toll, wenn ihr uns vorher dafür Geld gebt. Was ja ungefähr um den Faktor 10 dann wahrscheinlich peinlicher ist, wenn man es nicht bekommt, denkt man erstmal. Und das dementsprechend ist natürlich auch der Schritt, auch das zu tun erstmal, so diese sagen, wir machen was Gutes oder wir sind davon überzeugt, dass wir irgendwas machen, was wichtig ist, was Spaß macht, was euch irgendwas bringt. Und wir stellen das vorher vor. Das ist natürlich ein Schritt, den man machen muss. Und ich kenne viele von denen, die es dann gemacht haben, sowohl diejenigen, die erfolgreich crowdgefundet haben, als auch bei denen, wo es nicht geklappt hat. Das ist so bei Startnext ist so die Rate, 60% schaffen es, ihr Projekt zu crowdfunden und 40% schaffen es dementsprechend nicht. Und ja, der erste Moment ist natürlich schon dann rauszugehen und gerade in Deutschland, wo das jetzt nicht so gang und gäbe ist, zu sagen, wir machen was und wir brauchen euch. Das finde ich interessant, da komme ich später nochmal drauf zurück, dass bei Crowdfunding man offenbar mit einem sozusagen in einer analogen Welt entstandenen Gefühlsphänomen zu tun hat, nämlich mit Scham, dem Scham vor Scheitern. Ich will aber gerne nochmal genauer ein bisschen verstehen, was eigentlich für eine Gedankenwelt dahinter steht. Es gibt eine sehr bekannte Initiative, das werden vielleicht manche auch kennen, das ist die Initiative der Aventis Foundation. Die Aventis Foundation im Rhein-Main-Gebiet, die ein großer Geldgeber ist für freie, auch gerade Theaterprojekte, die gesagt haben, wir geben unser Geld nur frei und dazu, wenn ein bestimmter Anteil davon durch Crowdfunding eingespielt wurde und nicht mehr sozusagen, wie es vorher war, durch die öffentliche Hand gegeben wird. Das wird durch ein ganz schönes Werbevideo beworben auf startnext.de. Da sieht man dann so Menschen, die so kreativ tun und dazwischen... Dazwischen sind immer so Worte eingeblendet und die heißen, ich lese es mal vor, das sind offenbar die zentralen Schlagworte, mitentscheiden, entdecken, unterstützen, Ideen teilen, transparent fördern. Ist das schon die ganze Philosophie des Crowdfunding? Soll ich nochmal, ich versuche es nochmal kurz. Also Crowdfunding, Sie haben ja am Anfang gesagt, so alle reden drüber, keiner weiß, was wir eigentlich meinen. Das ist ja diese Begriffe, gerade im Internet, wenn ich jetzt so Social Media, Crowdfunding, das sind so Begriffe, die verwendet man erstmal, weil da stellen sich dann 10 Leute, 11 unterschiedliche Sachen drunter vor und dann kann man aber zwar mal drüber reden, weil man hat ja gesagt, ist Crowdfunding. Wir treffen uns morgen fürs Crowdfunding. Und dann stellt man dann, wenn man sich trifft, fest, dass das dann sehr unterschiedliche Sachen sind, die man sich da erhofft oder wie die funktionieren. Und das wird jetzt bei der Aventis Foundation, die das mit uns gemacht hat, insofern da spannend, weil hier ist ja das Interesse auch einer Stiftung zu sagen, wie können wir näher an das ranrücken, was die Frankfurter Bürger zum Beispiel interessiert. Also insofern, ich sage immer, Crowdfunding ist jetzt ein wunderbarer Arbeitsbegriff gewesen, aber vielleicht sollten wir versuchen, das in 3 oder 4 Jahren dann Bürgerfunding zu nennen. Und damit findet jetzt sozusagen eine digitale Pionierarbeit statt von einem sehr alten Thema, nämlich Bürger finanzieren Kultur, die wir vielleicht einfach ein paar Jahrzehnte jetzt so ein bisschen geschliffen haben, vergessen haben und die man neu entdecken kann. Und dass hier diese Arbeit, wenn man sagt, es ist Bürger, also Bürger unterstützen das, die Kultur, die sie gerne hätten, da kommen wir wieder zu alten Ideen zurück, die halt eben digital aufgewertet jetzt auch die Möglichkeit geben, jetzt nicht nur den Mäzen und den Bankiers der Stadt Frankfurt, sondern auch einfachen Bürgern gestatten, ihre Projekte zu unterstützen, die sie gerne sehen möchten. Und das war eine sehr große Bandbreite da. Das ganze Projekt steht unter dem Stichwort oder unter dem Titel Kulturmut. Barbara Mundel, Jens Best hat gesagt, im Grunde ist das eine Geschichte, die ist ein bisschen vergessen worden, die wird jetzt digital wieder in die Aufmerksamkeit gehoben. Ist das so aus Ihrer Wahrnehmung oder hat sich dahinter ein gewandelter Vorstellung, gewandelter Begriff von Kunst und Kultur abgebildet, bildet sich dahinter ab? Wie wirkt das auf Sie? Also
alles, was ich sozusagen dazu beitragen kann, ist so im Zustand des Nachdenkens und des, wie soll ich sagen, Versuchen zu verstehen, des Verstehens, woran ich da gerade teilnehme oder wir vielleicht alle daran teilnehmen, ohne wirklich schlüssige Antworten zu geben. Aber was ich vielleicht sagen kann, ist, dass ich aus der Erfahrung eines Stadttheaters das dringende Bedürfnis hatte, als wir da angefangen haben, zu sagen, wie kann dieses Theater, wenn es denn schon öffentlich finanziert ist, wieder etwas werden, wie zum Beispiel mal die Volksbühne hier in Berlin entstanden ist, dass die Menschen nicht nur sagen, wir geben dafür Steuern, sondern es ist unser Theater. Wie kann ich daran arbeiten? Mit welchen Mitteln kann ich daran arbeiten? Und diese Frage von Partizipation, und ich habe das heute schon zwei, dreimal versucht zu formulieren in Zweiergesprächen, ich bin eigentlich komplett damit ausgelastet, zu verstehen, was Partizipation im analogen Raum bedeutet, oder? Und wie ich sozusagen das verantwortlich, nachhaltig und auch, hier steht so groß Strukturwandel, oder? Also wenn ich sozusagen in der realen Welt, in der analogen Welt Strukturwandel in einem Stadttheater organisieren will, dann muss ich, glaube ich, noch 30 Jahre im Theater in Freiburg bleiben, um wirklich sozusagen die Strukturen dieses Hauses zu enthierarchisieren, zu Partizipation sozusagen wirklich bis in die, sozusagen durchzuformulieren oder sowas. Und das finde ich aber eine total interessante Frage und ein interessantes Problemstellung. Ich bin mir immer nicht so sicher, ob sozusagen, was ich schon feststellen kann, ist oder sagen würde, dass die Lust und das Bedürfnis nach Partizipation, dass das groß ist. Ob was da zuerst war, der Hase oder der Igel, also sozusagen ist die Möglichkeiten der digitalen Welt, schaffen die diese Bedürfnisse oder ist sozusagen das Bedürfnis der Menschen an Mitgestaltung ihrer der Welt, war das vorher oder sowas, kann ich nicht mehr entscheiden, aber ich glaube, das könnte ich feststellen in meinem ganz in dem Raum, in dem wir uns da bewegen, dass die Leute das Gefühl haben, sie möchten das gerne mitgestalten und sie möchten anders verstehen, anders partizipieren an künstlerischen Prozessen, jetzt ganz konkret in unserem Fall, als das vielleicht früher der Fall gewesen ist. Das könnte ich vielleicht sagen. Das hat aber noch gar nichts mit Netz und mit dem digitalen Raum zu tun. Mit Strukturwandel. Wobei ja nichts dagegen spricht, dass Sie noch 30 Jahre da bleiben und den Strukturwandel vorantreiben. Es ist eine schöne Stadt und ja, ein großes Theater. Aber das ist natürlich sozusagen, das ging mir heute auch in diesen zwei Tagen natürlich durch den Kopf, in dem Moment, wo man sich in solche Prozesse reinbegibt, übernimmt man Verantwortung, oder? Und in dem Moment, wo ich sage, im analogen Raum sozusagen, sage ich, organisiere Partizipation, dann kann ich mich nicht so schnell aus dem Staub machen. Das ist sozusagen das Gegenteil von Schnelllebigkeit. Das merke ich ja auch. Ich bin jetzt 8 Jahre da, 2 Jahre sind sozusagen jetzt noch projektiert. Das ist für mich früher eine unvorstellbare Zeitspanne gewesen. Immer im Projektzusammenhängen gedacht und jetzt auf einmal denke ich irgendwie in völlig anderen Zeiträumen und kann mir jetzt nicht vorstellen, 30 Jahre in Freiburg zu sein, aber ich merke natürlich, dass ich bestimmte Prozesse angestoßen haben, die ich nicht so schnell verlassen kann und das hat nichts mit Unersetzlichkeit zu tun, aber man merkt, ich fand das heute auch in dem Gespräch mit Christian Dias, gab es einen Punkt, wo er gesagt hat, dann war es nur noch eine Frage des Mutes, oder? Und sozusagen, da steht dann auf einmal jemand und es muss diesen Moment geben, wo jemand sagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Und sag meine Meinung und dann entspinnt sich irgendwas anderes, oder? Aber das fand ich total, fand ich bei allen Beispielen immer heute sozusagen das Interessante eigentlich, diese Verknüpfung. Ich will es trotzdem nochmal zurückholen auf dieses engere Thema, was wir haben, Crowdfunding. Sie haben sich ja an Ihrem Haus, das haben Sie jetzt auch nochmal gesagt, sehr darum bemüht, sozusagen das Theater in der Stadt zurück in die Stadt eigentlich zu holen. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert. Sie haben die Frage mal gestellt vor einigen Jahren, bekommt das Theater eigentlich noch mit, wie die Gesellschaft sich verändert und wie die ticken, die Leute ganz einfach. Ist denn
Kann man sich denn vorstellen, aus Ihrer Sicht als Stadttheaterintendantin, dass man ganz bestimmte Projekte macht, die man sagt, die gebe ich raus, die sind crowdgefundet, um auch gerade so nicht nur Geld zu sammeln, sondern auch die Verbindung zur Stadt zu finden? Ist das real oder ist es eigentlich sozusagen am Thema vorbei? Also wir sammeln ja Geld, nicht mit dem Begriff Crowdfunding, aber es gibt einen großen Freundeskreis, das klingt jetzt total altmodisch, aber die geben Geld dafür, dass sie das Theater unterstützen, das ist zum Teil projektbezogen und es gibt auch sowas wie... Das sind die Exzellenzdonatoren, die Sie meinen. Das gibt es ja auch, das gibt es auf verschiedenen Ebenen. Das gibt es Leute, die geben 50 Euro im Jahr und wir diskutieren dann mit denen darüber, für welche Projekte soll das Geld verwendet werden. Und die Exzellenzdonatoren, das ist völlig klar und transparent, die unterstützen die Oper, unterstützen Sänger. Aber es gibt nochmal ungefähr die gleiche Summe, die sich für die anderen Projekte sozusagen dieses Dreispartenhauses interessieren. Insofern tun wir sowas, aber natürlich nicht, aber im Moment zumindest noch nicht auf der Ebene des Crowdfundings in dem engeren Sinne, wie Sie es jetzt versucht haben herauszubekommen, was das eigentlich ist. Und ich... Also wie soll man sagen, ich habe gar nichts dagegen zu sagen, ich versuche zu begreifen, wie das geht und wir begeben uns in diesen Raum, aber wogegen ich mich zumindest bis jetzt und bis mir jemand das Gegenteil, mich vom Gegenteil überzeugt ist, ich würde ungern den Kampfplatz der öffentlichen und der Subvention sozusagen durch die öffentliche Hand aufgeben und sozusagen sagen, das ist jetzt alles ganz prima und das machen wir jetzt alles über Crowdfunding oder sowas, sondern diese Frage von, wie können wir Kultur, wie kann ich diesen Raum Theater, wie kann ich den anders mit den Bürgern ins Gespräch bringen und so weiter, das hat was mit, anders als das heute schon mal ein Thema war, das hat was mit den Inhalten zu tun. Was will ich eigentlich erzählen, was wollen die erzählen, was nehme ich auf, welche Geschichten erzählen wir und sozusagen ich versuche das im Moment, oder wir versuchen das über die Inhalte und zu organisieren, zu sagen, das ist euer Theater und das ist unser gemeinsamer Raum, den wir zu bespielen, den es zu bespielen gilt. Wir kommen nochmal auf die Ästhetik und die Inhalte. Ich will an Mie van Aggeren zunächst nochmal fragen, bei dem Geld bleiben. Also auch das Internet kostet ja Geld, alles kostet Geld und wir müssen, über die Finanzen kommt man leider nicht drum rum, auch wenn es immer ein bisschen langweilig ist. Ist es denn so, was Barbara Mundel jetzt so angedeutet hat, wenn man, sagen wir mal, gerade in der freien Szene, wo das vielleicht etwas naheliegender ist, großflächig auf crowdgefundete Projekte umsteigen würde? Wäre das quasi der Freibrief für eine Kulturpolitik, die dann sagt, na prima, bitteschön, sollen die Leute doch zahlen, wir stellen unsere Zuschüsse ein und geben sie dem Kindergarten. Ist das eine reale Gefahr? Ich mache mal einen kleinen Umweg via den Niederlanden, wenn ich darf. Weil wenn da die großen Kürzungen stattgefunden haben vor etwa 2-3 Jahren, war auch diese, das kam... Ich bin nicht gegen Nachdenken über Strukturwandel. Das steht auch da, das ist alles gut. Viel hängt ab von aus welchem Wind diese Frage kommt. Und in Holland war es ganz klar, kam das aus einer sehr recht orientierten Politik, sehr voller Ressentiment gegenüber der subventionierte Kultur, lass mal so sagen. Gegen einer ganz bestimmten avantgardistischen Kultur, muss man vielleicht auch sagen. Ne? Wenn man das so zusammenfasst, finde ich das in Ordnung. Aber ich würde sagen, eigentlich im ganzen Groben gegen die subventionierte Kultur. Eigene Hose aufhalten, so. Neoliberales Denken auch. Und dann hat man auch gesagt, steig doch mal um auf Sponsoring. Guck mal, wie man das in den Vereinigten Staaten macht. Und das wollte ich Ihnen erzählen, weil man kann gucken zu den Vereinigten Staaten, wo es ein anderes Modell gibt, wo ich sagen würde, es ist eigentlich ein Non-Modell, weil es gibt keine öffentliche Förderung und da ist eine ganz andere Mentalität, in wie man als reiche Person sich verbindet in der Öffentlichkeit. Also da gibt es eine lange Tradition. Wir kennen alle Foundations, very rich Foundations, die fördern, meistens bildende Künstler, aber auch im Theater. Und denken, dass man so mal umschaltet auf Sponsoring ist nicht dasselbe als Crowdfunding, aber es hängt irgendwie ein bisschen zusammen, dass man nicht abhängt von öffentlichen Instanzen, aber selber, wenn ich das will, dann bezahle ich doch dafür.
Das ist natürlich eine Illusion, dass man so umschalten kann. Also vor allem, Entschuldigung, wenn ich das einfügen darf, was halt nicht passiert in den Staaten, das darf man immer nicht vergessen, ist keine strukturelle Förderung. Das gibt es punktuell bei berühmten Namen, also Bob Wilson hat sein Watermill Center, aber der ist halt auch berühmt und kennt die richtigen Leute, mit denen er zum richtigen Zeitpunkt essen geht. Aber es gibt keine Strukturen im Sinne sozusagen, die entlasten von dem permanenten Druck, Geld sammeln zu müssen. Das ist der große Unterschied, glaube ich, oder? Und die bekannte Theaterkompanien, die Geschichten sind bekannt, haben ihr Geld immer aus Europa geholt. Ne? Wusstu Group, die haben so ein kleines the Performing Garage, wenn ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich in Schock eigentlich, wie klein das alles war. Aber hier, die haben immer hier Geld auch als Co-Produzenten gefunden und so. Ich meine so, also nur zu bestätigen, was Sie sagen. Crowdfunding, ich kann nur unterschreiben, was Sie gesagt haben über, das soll die öffentliche Förderung nicht ersetzen. Ich glaube, dass Crowdfunding nur funktioniert in ein sehr direkte Verhältnis zwischen Künstler und ihren Crowd sozusagen und nicht mit einer Institution, würde ich so mal als Statement so in den Raum schmeißen. Und das HAU ist eine Institution. Und soll in diesem Sinne nicht abhängig sein von Crowdfunding und auch nicht den Künstler. Sie glauben, also um es mal ganz konkret zu machen, wenn man jetzt einen Crowd-Aufruf machen würde, Leute, es gibt wieder Tanz im August, wir brauchen Geld, gebt uns Geld, damit wir Tanz im August machen, das würde nicht funktionieren, glauben Sie? Natürlich würde das nicht funktionieren. Es ist doch selbstverständlich, dass es nicht funktionieren würde. Also. Ja, also ist mir nicht ganz so deutlich, aber wenn Sie das sagen. Ja, das sage ich mal so. Auch sicher in Berlin, wo ich mich ein bisschen herumgeguckt habe, auch was vielleicht möglich ist in Sponsoring oder so, wo es kaum Industrie gibt und so. Diese Aventis Foundation ist nicht umsonst ein Beispiel aus Frankfurt dennoch. Aventis Foundation wird übrigens dann im August unterstützen. Den nächsten 2-3 Jahre, was fantastisch ist. Also da können wir dann vielleicht 2 extra Produktionen mit einladen. So. Aber als Struktur geht das natürlich nicht, um das jetzt mit so auf die Straße zu schmeißen, sozusagen, zu sagen, komm, bezahlt ihr mal. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Weil diese Partizipation, was ich noch gedacht habe, ist sehr so, bevor man partizipieren kann, bevor ich Lust habe zu partizipieren, möchte ich ein Angebot haben. Und ich glaube, dass, wie ich selber als Zuschauerin und Leserin und so funktioniert habe, ist immer, dass ich auf Angebote reagiert habe und sehr gerne in Institutionen gegangen bin, wo ich dachte, da sind Leute, die sich auskennen und ein gutes Programm machen. Also das war für mich eigentlich immer wichtig und ich glaube, dass die Institutionen noch immer diese Funktion haben. Ja, ich habe 3 verschiedene Sachen. Ich würde auch gern in Holland anfangen. Weil natürlich ist Crowdfunding ein Werkzeug, was in den Händen von der einen Sache dient und in den Händen der anderen einer anderen Sache dient. Also sprich, natürlich ist es immer schön, wenn man erzählt, das Rijksmuseum zum Beispiel Holland ist natürlich auch eine wunderbare Sache, ein Museum, was sich geöffnet hat, ein Museum, was es geschafft hat, dass Menschen sich mit Kunst beschäftigen auf eine ganz besondere Art und Weise. Alle Fotos dieses Museums stehen unter einer freien Lizenz. Man kann sich da selber was einrichten, man kann damit remixen, man kann damit spielen, man kann damit Sachen machen. Das ist alles ganz toll. Ergebnis war aber, dass dann die Regierung, nachdem das gelaufen war, gesagt hat, wunderbar, ihr kommt ja mit der Hälfte vom Geld aus, dann setzen wir einfach jetzt beim nächsten 5-Jahres-Turnus mal die Hälfte nur des Geldes an. Also natürlich muss es so, dass man jetzt sagen kann, dass die Crowdfunding oder andere Methoden, die internetbasiert dazu beitragen, dass Menschen sich entweder mit Geld oder mit ihrem eigenen Herz und Seele mit Kunst und Kultur beschäftigen, kann auch natürlich, also es ist ein reines Werkzeug, wo wir vorsichtig sein müssen, dass es eingesetzt wird in einem emanzipatorischen, in einem aufklärerischen Sinne. Es kann auch genauso gut eingesetzt werden und es kommt nicht von ungefähr, kommt Crowdfunding natürlich aus den USA. Wo einfach eine andere Philosophie da ist. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir, wenn wir das Werkzeug gut finden, dass wir auch die Art, wie das Werkzeug in den USA eingesetzt wird, hier einsetzen müssen. Weil
um jetzt mal wieder zurückzukommen, was nämlich da ist, bevor ich partizipiere. Partizipation ist immer ganz schön und gut, ne? Aber der Tag hat, also eine Sache hat das Internet nicht verändert. Wie gesagt, der Tag hat immer noch 24 Stunden. Es wird auch auf absehbare Zeit so bleiben, denke ich mal. Vermutlich, ja. Und es ist natürlich dramatisch, weil man will im Internet kurz was nachgucken und 6 Stunden später ist man irgendwo auf einer anderen Website und fragt sich, was wollte ich eigentlich? Und da sind eben 6 Stunden von diesen 24 Stunden vergangen. Und am Anfang wollte man Crowdfunden, aber dann ist man auf Wikipedia gekommen und dann, naja, Sie wissen ja, wie es ist. Das ist das Problem. Das heißt, was ist das, was Partizipation auslöst und nicht einfach Verlorenheit, so dieses Ertrinken im Informationsfluss? Leidenschaft. Also ich muss über irgendwas, I have to care for something, sage ich mal. Also irgendwas, das muss mich, irgendwas muss mir sagen, da will ich ein Teil von sein. Und das, diese Leidenschaft, und da müssen wir uns auch nichts vormachen, dass das Internet das auch nicht ändert. Die Wikipedia ist genauso ein wunderbares Beispiel für diese 90-9-1-Regel. Die 90% kommen vorbei und benutzen die Seite. Das sind 500 Millionen jeden Monat. Schön. 9% machen ab und zu mal hier eine Komma-Korrektur oder hier mal ein Datum ändern oder so. Und 1% hält den Laden am Laufen. Das ist bei der Wikipedia auch nicht ganz anders. Es kann zwar jeder mitmachen, aber es macht halt nicht jeder mit. Aber das ist auch gut so, weil dafür machen die Menschen, die nicht bei der Wikipedia mitmachen, woanders mit. Und es ist natürlich ein Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb entsteht durch Leidenschaft. Und diese Leidenschaft zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hier Tanz im August, kenne ich jetzt nicht, sorry, tut mir leid, aber... Ist ein großes Festival, was ich jetzt kennen müsste, ne? Aber wenn man sagt, okay, vielleicht gibt es ja noch irgendwas, ich würde darauf wetten, dass man sagt... Ein Crowdfunding ist ja immer ganz schön, wenn es am Anfang ein Ende hat. Also wenn man sagt, ja, wir wollen einen Film machen und wir brauchen 1,2 Millionen und wir wollen 50.000 wollen wir von euch einsammeln und die anderen 1,1 tralala Millionen, die holen wir uns woanders, wenn es klappt. Dann ist man nicht so motiviert. Ja? Wenn man aber sagt, bei Tanz im August, es soll eine Bühne geben, Vorhau, was ist 2 vorne, ne? Auf dem Rasen, genau. Und diese Sache soll kompakt 10.000, 15.000 Euro kosten, die ist, entweder gibt es die dazu oder es gibt halt nur das andere Programm. Und wenn wir aber mit euch schaffen, diese Bühne zu machen, ist quasi Tanz im August auch nochmal da, wo die Leute sind oder auf der U-Bahn-Station oder irgendwo. Ja? Ich meine, die Volksbühne war ja groß darin, einfach mal rauszugehen und in Hellersdorf oder sonst wo eine Bühne aufzubauen. Also wenn man sowas machen würde, wo Leidenschaft entsteht, nochmal, es geht ja nicht um die 10.000, diese Leute, die 10.000 Euro sich leisten können. Die haben eine Leidenschaft, die ist permanent für Theater. Das sind Menschen, die einfach sagen, da gehen 5.000 Euro hin, da geht 500 Euro von mir hin. Die haben eine ganz andere Verpflichtung. Die braucht man auch nicht impulsiv irgendwie abzuholen, indem man denen eine neue Geschichte erzählt. Es geht natürlich schon darum, zu sagen, jemand, der vielleicht 10, 20, 30, 40, 50 Euro hat und vielleicht danach seine Leidenschaft, seine längerfristige Leidenschaft entdeckt. Trotzdem ist mir aufgefallen, wenn man sich die Projekte anguckt auf startnext.de, und dann mal nach Theater guckt, was da sozusagen zusammenkommt. Die Durchschnittssumme überhaupt von allen geförderten Projekten liegt bei 5.600 Euro. Das ist nicht viel. Und wenn man dann guckt, was so einzelne Theaterprojekte bekommen, dann ist das hier in der Brotfabrik zum Beispiel ein neues Theaterformat, 24-Stunden-Theater, wo man als Publikum die Geschichten mitschreiben kann. Die hatten eine Zielsumme von 4.500 Euro und haben sie mit 103% erreicht. Aber das ist ja sehr, 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 sehr wenig Geld. Und wenn man dann schaut... Ich glaube, es hat gereicht, um das zu machen. Ja, aber wenn man dann schaut, wo die großen Summen hingehen, dann ist das Musik, dann sind das Filme. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man in Berlin sagen würde, zur Bürgerschaft in Berlin, Leute, wir wollen hier eine Dürer-Retrospektive zeigen, gebt uns Geld. Das würde vielleicht funktionieren. Warum? Meine Vermutung, meine Frage. Weil man eine Vorstellung davon hat, was man bekommt. Wenn man zu Frank Castorf sagt, hier hast du Geld, mach deine neue Inszenierung, dann weiß man halt nicht, ob man es hinterher dann doch blöde findet. Ne? Also weil das unwägbar ist. Und vielleicht, das würde das heißen, dass Theater, erstmal ganz grob genommen, nicht so sehr dafür geeignet ist. Und wenn ja, nur ganz bestimmte Ästhetiken. Kann das sein? Das ist erstmal nur das Werkzeug. Erstmal, ja, es gibt auch ganz andere Beispiele dafür. Wir machen ja gleich noch Publikum auf, dann kann man da vielleicht nochmal sich austauschen. Aber unabhängig davon, Entschuldigung, dass ich jetzt schon sage, aber ich habe nur gerade gehört, dass da jemand sagt, nö. Deswegen, aber also natürlich, Crowdfunding hat in der Musik angefangen. Und natürlich war Musik und Film, weil dort das sozusagen das Produkt ist eben etwas, was distributierbar ist, was digital sogar distributierbar ist. Oder wo man dann halt eben das Buch, die CD in der Hand hält. Ja, wo im Gegensatz das Theater natürlich etwas ist, wo man sich hinbegeben muss. Das heißt, wenn man jetzt sagt, irgendwie,
Also es gibt mittlerweile ja, ich war letztens in London, da hat dann ein Theater irgendwie weltweit die Aufführungen gestreamt, aber das kann sich wahrscheinlich auch nicht jedes Theater irgendwie leisten oder macht Sinn. Ja? Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist die Kunstform Theater einen anderen Zugang zu den Menschen als eine Musik-CD. Aber das heißt nur, dass momentan unsere Kultur, wie, also das Internet ist in eine bestimmte Zeit gefallen, um es in einem Satz zu sagen, diese Zeit, das Internet kann ja nichts dafür, in welche Zeit es fällt. Und wenn jetzt die Theater, also ein bisschen was schon, Entschuldigung, ich unterbreche, man muss vielleicht auch auf so einer Konferenz manchmal daran erinnern, dass Internet ist nicht vom Himmel gefallen, sondern von Menschen erfunden einer ganz bestimmten Zeit. Genau, also insofern, das ist das, was wir draus machen. Und ich habe so das Gefühl, wir haben vor 10 Jahren, wo ich leidensfähige Freude hatte, mit Herbert Fritsch in der Volksbühne ein ewiges Projekt zu machen, Hamlet X, wo ich irgendwie weltweit Flasher dann angesprochen habe, und das war ein Wahnsinnsprojekt. Und manchmal denke ich mir irgendwie, vor 10 Jahren war mehr Action, also mehr als jetzt, wo noch viel mehr Leute drin sind. Aber dann dauert es halt. So ist es halt. Das Internet hat halt jetzt dieses Schicksal, dass es sich jetzt mit der Gesellschaft, die wir sind, auseinandersetzen muss. Oder die Menschen, die früher, jetzt verhassle ich mich gerade. Auf jeden Fall. Also was wir mit dem Werkzeug und diesem Raum Internet machen, also wir werden ja nicht Engel dadurch, dass das Internet jetzt da ist. Ja? Sondern, aber was wir daraus machen, ist immer noch unsere Sache. Und ich habe das Gefühl, war vor 10 Jahren mehr Leuten bewusst als jetzt, dass man damit was Geiles machen kann. Da macht man vielleicht doch einen Unterschied zwischen diese Crowdfunding und Crowdsourcing, weil ich denke, die Beträge sind ziemlich niedrig. Also wenn man Theaterproduktionen anguckt, uns besonders dann nochmal in Strukturen, wo sie arbeiten, also das 5.000 Euro ist wirklich wenig Geld. Ob man einfach diesen Raum nicht benutzt, um Publikum zu erreichen, ohne dass es geht, um Geld zu erwerben. Also das wäre, wir sollen das nicht vermischen, glaube ich, das Crowdfunding, also Tragfläche war das auf Niederländisch, ein Drachflag kreieren, so breit wie möglich Publikum erreichen, ist auch täglich in Gespräch, ich bin täglich in Gespräch darüber, aber es geht nicht um Crowdfunding oder so. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, und Sie haben auch den Freundeskreis angesprochen. Ist auch eine Weise, um irgendwie ein bisschen Geld, bei uns ist das eigentlich nicht so viel, muss ich sagen, aber dass irgendwie die Leute, die Mitglied sind, auch sagen, das Haus ist auch von uns. Und wenn wir gefährdet sind, dass die auch sagen, aber warte mal, das Haus ist auch von uns. Also das hat mehr zu tun mit in der Öffentlichkeit eine Stimme äußern, als dass das tatsächlich um die Kohle geht, würde ich sagen. Habe ich meinen Punkt deutlich gemacht? Ja. Also diese Zeit, dieser Aufwand, um 5.000 Euro zu erwerben, lass uns diese Zeit, deswegen haben Sie gesagt, ein Tag hat 24 Stunden, glaube ich, weil der Aufwand, den man betreiben muss, um diese 5.000, vielleicht, würde ich damals für mich sagen, weil ich versuche, die Aufwand, die wir betreiben, um Geld zu suchen, ist auch enorm. Manchmal denke ich, gibt es eine Million extra, dann haben wir wirklich viel mehr Zeit, um uns um den Inhalten zu kümmern und auch um unser Publikum zu erreichen. Ne, wirklich. So. Das wäre schön. So. Ja. Musste man gesagt. Barbara Mundl, das was Annemie van Agere gerade angesprochen hat, die Frage danach Crowdsourcing, was ja nichts anderes heißt in dem Fall, als die Crowd, also das Publikum zu befragen, was sie womöglich sehen wollten. So könnte man das ja deuten. Ist das sinnvoll? Wurde probiert an bestimmten Theatern. Man erinnere an den berühmten, grandios gescheiterten Fall am Thalia-Theater, wo man den Spielplan hat versucht, zusammenstellen zu lassen. Ist das überhaupt im Sinne der Kunst, im Sinne des Theaters, so auf das Publikum zu reagieren? Das wollt ihr sehen, das zeigen wir euch. Also ich habe das, für mich ist das relativ absurder Vorgang, so zu denken, weil ich glaube sozusagen, dass diese Prozesse, und das muss man, wenn man sich im Dialog mit Publikum befindet, sind diese Prozesse komplexer zu organisieren, oder? Und dann muss man ja anfangen, die Inhalte gemeinsam erstmal überhaupt festzustellen, statt zu sagen, jetzt und nicht immer nur, das ist das, was mich am meisten beschäftigt, auch da würde ich gerne nochmal nachfragen bei dieser Aventis-Geschichte, sozusagen ist das legitim, also entsteht jetzt ein Legitimations-
nicht ein Druck, sondern eine Legitimation dadurch, dass die Mehrheit, dass man sagt, aha, jetzt wollen es statt 500 wollen es 5000, damit ist geklärt, dass das dann wertvoller ist oder besserer oder was auch immer sozusagen, fallen wir da sozusagen nicht, verwechseln wir da, Sie sagen ja, finde ich vielleicht richtigerweise, es ist ein Werkzeug, ich habe aber immer das Gefühl, wir verwechseln da sozusagen Inhalt und dass es ein Werkzeug ist. Und wir benutzen diese Begriffe extrem affirmativ, also Crowdsourcing, Crowdfunding gilt dann gleich als Legitimation von etwas, oder? Und hilft sozusagen in der Diskussion. Dirk von Gehlen hat heute ja über Outsourcing gesprochen, glaube ich, in seinem Buch, hat dann gesagt, es gibt kein Original mehr, sitzt aber hier als Autor. Und da war ich dann schon ziemlich verwirrt, weil ich gedacht habe, wenn er das ernst meint, wenn Menschen tatsächlich was zu seinem Buch so habe ich es verstanden, er hat sie auch an den inhaltlichen Diskussionen, Ideen von anderen sind da eingeflossen, dann stellt das vielleicht ja den Autorenbegriff tatsächlich in Frage. Aber dann, warum muss man dann noch sitzen, also ich meine, es ist gar nicht so persönlich oder sowas, aber natürlich geht es dann, trotzdem muss ja irgendwann mal irgendjemand etwas vertreten und sozusagen, er hätte aber natürlich auch sagen können, dass er, ich wollte das noch mit ihm diskutieren, habe ich ihn aber nicht mehr gefunden, warum sozusagen er nicht mit den 5 wichtigsten Menschen hier gesessen hat, die zu seinem Crowdsourcing-Projekt was beigetragen haben, um sozusagen deutlich zu machen, dass es dann tatsächlich auch Konsequenzen hat oder so, also weil sonst jetzt habe ich mich irgendwie verhaspelt, aber glaube sozusagen, dass man, dass diese Begriffe nicht so affirmativ gebraucht werden sollten, sondern kritischer hinterfragen. Ich mache es nochmal konkreter, absichtlich auch ein bisschen schematisch. Wenn man sich anguckt, wie ein Spielplan an einem Stadttheater entsteht, so wie ich mir zumindest vorstelle, ich war da noch nie dabei. Jetzt muss ich... Jetzt muss ich sehr aufpassen. Ja. Also ich stelle es mir folgendermaßen vor, dass eine größere Gruppe von Menschen, Dramaturgen, Intendanten, auch Schauspieler zusammensitzen, gemeinsam mit den Künstlern nach Stoffen suchen, die man in dieser Stadt, in dieser Zeit umsetzen sollte. Und dann guckt man nach den Wegen, die man machen könnte. Das ist aber eine überschaubare Gruppe und es ist, wie dann sozusagen von Seiten der, sagen wir mal, der Crowd-Jünger kommen würde, halbwegs intransparent. Der Wechsel wäre jetzt folgender, zu sagen, in diesem Prozess wird wie auch immer das Publikum, die Crowd mit einbezogen und der ganze Prozess wird transparent gemacht. Ob man das dann so umsetzt, das wäre die Anschlussfrage. Und die viel wichtigere Frage wäre natürlich, was qualifiziert einen eigentlich überhaupt in einer so hoch ausdifferenzierten Expertenkultur, in der wir leben, dazu über sowas noch viel mehr Spezielleres wie einen Spielplan entscheiden zu können. Aber ist das ein Vorgang, den Sie sich überhaupt vorstellen könnten oder würde Ihnen sagen, das führt zu nichts? Das führt zumindest doch nicht dahin, was wir wollen, nämlich Kunst. Also auf bestimmten Ebenen kann ich mir das total vorstellen und in kleinen Schritten haben wir das auch versucht. Wir haben ein großes Kunstwissenschaftsprojekt zum Beispiel gemacht, das beschäftigte sich mit dem Thema der, menschlichen Reproduktion, Fortpflanzung und so. Und dann haben wir gesagt, jetzt würden wir gerne ein Nachfolgeprojekt machen und haben ein, was ist eigentlich zum Thema Feminismus heute? Und dann haben wir dieses Thema publiziert und haben, ich wollte eigentlich 5000 Frauen involvieren, das ist uns natürlich nicht gelungen, das waren dann am Ende 50. Aber sozusagen deren Ideen, Beiträge, sowohl in Form von Texten als auch dann von realen Spielen sozusagen und darüber eine Diskussion in der Stadt in Gang zu setzen oder so, um das zu einem wirklichen Thema zu machen oder sowas. Das kann ich mir total vorstellen und jetzt zum Beispiel gibt es in Freiburg ein Thema, wo ich so drüber nachdenke, wie kann ich das anders angehen. Ich sage es mal etwas vereinfacht, Lampedusa ist in Freiburg angekommen. Es gibt ein großes Thema, ein reales Thema, unbegleitet minderjährige nordafrikanische Flüchtlinge, also minderjährig, 16, 17, kommen über Italien, Schweiz, in Freiburg an, in einem nennenswerten Ausmaß, sage ich jetzt mal. Das war schon immer ein Thema, aber jetzt ist es, und es kommt zu Raubüberfällen und so weiter. Schock, oh Schock. Und jetzt überlege ich mir, wir haben dieses Thema sowieso auf der Tagesordnung und beschäftigen uns mit diesen Fragen und jetzt überlegen wir, ob es
da ist irrsinnig viel Fantasie gefragt, wie wir dieses Thema künstlerisch, aber auch sozial, weil die Stadt schreit nach Polizei oder ist erstmal Polizeithema. Aber das kann es natürlich nicht sein. Also wie kriege ich jetzt sozusagen die Crowd dazu, da sind wirklich Ideen gefragt und wir überlegen, wie können wir einen Prozess in Gang setzen, der mehr Menschen beteiligt bei der Frage, wie können wir, ohne dass es jetzt, dass wir der Stadt das und der Polizei das Thema überlassen, diese Fragen bearbeiten. Und wenn man das jetzt diese Frage in die Stadt stellt, Leute, das soll nicht nur ein Polizeithema sein, gebt uns Geld, damit wir was machen können. Ich rede jetzt nicht über Founding, ich rede jetzt über Sharing von Ideen oder so, oder? Aber das wäre ja der nächste Schritt. Ist es undenkbar? Nee, das kann ich mir in Freiburg vorstellen. Also sozusagen, dass wenn da eine gute Diskussion im Gang kommt und wir sagen können, das wäre ein sinnvolles Projekt, dann kann ich mir, also da gibt es sinnvolle Vorschläge auf verschiedenen Ebenen und wir sagen, okay, das destilliert sich daraus, dann kann ich mir nicht in, also Freiburg ist eine gut situierte, aber keine Stadt mit irrsinnigen Millionären oder sowas, das wird keine Riesensummen geben, aber auf dem, ich sag mal, wie hat dieser Peanuts, sozusagen auf dieser Ebene von symbolischer Geldleistung kann ich mir das vorstellen, dass es da Crowdfunding gibt, oder? Das wird nicht reichen. Ich glaube nicht, dass wir Geld zusammenkriegen, dass ein größer und langfristigeres Projekt wirklich finanziert, aber dass das ein Vorgang ist, der für Freiburg ein sinnvoller wäre und der auch die Leute emotionalisiert, wie haben Sie gesagt, Leidenschaft weckt und dass man darüber dann, dass sich das auch vielleicht in Geld ausdrückt, das kann ich mir bei diesem spezifischen Thema in der Stadt vorstellen. Ich will nochmal einen anderen Aspekt dazu nehmen, Jens Best, wie ist das eigentlich für den Künstler? Nochmal aus Künstlersicht gibt, wenn man ein crowdgefundetes Projekt macht, ist man dann der Hampelmann des Marktes? Ich gehe darauf ein, aber ich wollte auch nochmal... Schön. ich fange damit an, weil es ist schon entscheidend, dass beim Crowdfunding ist ja nicht der Punkt, dass man sagt, hören Sie, ich habe Ihnen 100 Euro gegeben und ich finde, Sie sollten als Grundfarbe jetzt blau nehmen. Also wenn wir jetzt einen Maler mal crowdfunden, ja, dann würde der Maler wahrscheinlich sagen, hier hast du deine 100 Euro, mach dich fort. Ja, weil ich sage, die künstlerische Freiheit hat ja, also die künstlerische Selbstständigkeit hat ja nichts mit dem Crowdfunding zu tun. Natürlich kann man, wie Dirk von Gehlen das gemacht hat, weil Dirk von Gehlen natürlich auch experimentell daran gegangen ist, sagen, ich möchte, dass ihr in die Kapitel reingeht, dass ihr was sagt. Ja. Da ist aber doch spannend zu sagen, von den, ich glaube, 384, weil die Crowd ist übrigens immer eine sehr konkrete Menge irgendwann, also nämlich, und da waren es, glaube ich, 384, ja. Bei ihm jetzt, glaube ich, war also ungefähr, ich weiß nicht, kann ich nochmal fragen, und 10% davon haben überhaupt dann, also hier wieder auch dieselbe Regel, ne, haben dann teilgenommen an diesem Prozess, damit zu lesen. Also wenn er quasi die Kapitel erarbeitet hat. Immerhin. Waren ja auch schon mal so 15, 30 Leute da so, die zwischendurch mal mitgemacht haben. Und einige davon haben auch geblockt darüber. Das heißt, also es gab durchaus eine Menge von 15 bis 25 Menschen, ich weiß nicht mehr ganz genau, die mitgemacht haben um den Autor herum während des Schreibprozesses. Das war aber ganz klar, weil hier Dirk von Gehlen gesagt hat, das ist Bestandteil meiner meines Projektes. Wenn ich aber jetzt hingehe, und das machen ja die meisten Künstler, sagen, okay, das sind wir, das ist unsere Musik, so sind wir, wir können nicht anders, wenn es euch gefällt, das und das und das. Ja? Und dann ist man nicht der Hampelmann des Marktes, sondern das Entscheidende ist ja gerade die Nische zu finden. Und es gibt ja die Nische, also 5.000 Euro sind vielleicht für institutionelle oder für größere Häuser nicht viel, ja? Aber für manche Künstler ist es eben genau das, um mal anzufangen, sich in ihrer Art zu verwirklichen. Und deswegen finde ich es überhaupt nicht absurd. Ich finde, also sag mal, es ist doch gut, wenn es absurd ist, weil da kam so gerade jetzt, ich würde jetzt versuchen, jetzt rüberzukommen zu der Planung. Sie sagten im Sinne von die Absurdität im Spielplan planen. Also da ging es um einen absurden Begriff. Also und ich finde an der Stelle, kann ich das einigermaßen so stehen lassen? Oder wollen ja, noch, ich würde trotzdem mir erlauben, nochmal nachzufragen. Natürlich geht es nicht darum, dass sozusagen die Crowd, sagen wir mal, auf der Probe hinten sitzt und dann fragt der Regisseur, wollen wir die Szene jetzt so beenden lassen oder so? Und dann heben die Hände und dann geht es da weiter. Das kann wir uns wahrscheinlich... Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, es ist... sagen wir so, da kommt den meisten hier im Raum wahrscheinlich die Fantasie an ihre Grenzen. Meine Frage, so meine ich das nicht mit der, dass man sich dem Markt ausliefert, aber ist es nicht so, das ist meine Frage, wenn man das Geld von einer relevanten großen Menge bekommt, von Leuten und nicht von einer Jury,
nicht von sogenannten Experten. Dass man sich innerlich sozusagen im Arbeitsprozess unfreier fühlt und der in auf einer diffusen, undurchschaubaren Weise verpflichtet wird. Man kann ja, also man muss ja, es ist ja je nachdem, was man, also es ist eine Prüfung des eigenen Charakters, wenn man so will, ja. Also will ich das machen? Ich habe eine Unabdinglichkeit, die will ich machen, ja. Und also ich gebe mein Geld lieber Leuten, wo ich einfach sage, da spricht der Wahnsinn aus diesem Video. Also nicht Wahnsinn im Sinne von Wow, sondern Wahnsinn im Sinne von Wahnsinn. Ja, und ich möchte sehen, was diese Person macht. Und ich kann vollkommen verstehen, dass diese Person normalerweise bei Anträgen oder bei anderen Prozessen sagt, mag ich nicht. Ja? Ja, und ich möchte einfach sehen, was diese Person macht. Und das Tolle ist ja, es muss nicht mehr einer sein, der sagt, wunderbar, möchtest du mein Sklave sein für 4.000 Euro, also so das Mäzenatentum, sondern nein, es können 100 Leute sein, die sagen, hier hast 40 Euro, mach. Und wenn es zu laut wird, geh bitte hinten in die Ecke, weil, aber ich weiß nicht, mach mal halt mal. Einfach mal, damit du Ruhe gibst. Ja, warum auch immer. Also einfach Leute, die einfach machen wollen. Und dann gibt es natürlich andere, die, und das ist, ich kann das auch von, also natürlich ist man dann da und sagt sich so, was könnte ich denn produzieren, dass ich vielleicht noch eine Zielgruppe treffe? Ja, also natürlich ist da so, das ist, aber das war ja vor dem Crowdfunding auch schon so. Ja, also machen wir jetzt mal den Hamlet oder machen wir mal was anderes? Und wenn wir den Hamlet machen, machen wir ihn so, dass die Gediegenen ihn gerne sehen oder machen wir ihn so, dass sie schreiend rauslaufen, weil sie endlich mal kapieren müssen, worum der Hamlet eigentlich geht. Also das war doch schon immer der Punkt an der Sache und das wird sich mit Crowdfunding nicht ändern. Wenn die Crowd allerdings ist, also wenn man ein gewisses Bild einer Crowd hat, also komische Menschen, die neoliberal durchseucht, sowieso kulturenteignet sind, ja, also gehirngewaschene Leute, ja, dann, die auch sonst nie ins Theater kommen, ja, dann braucht man natürlich, wenn man mit der Einstellung zu den Menschen rangeht, dann braucht man nicht zu erwarten, dass dann irgendwas anderes kommt. Dann sollte man natürlich irgendwie so eine Mickey Maus machen, klar. Darf ich es nochmal präzisieren etwas? Die vollkommene ästhetische Autonomie oder Freiheit hat es nie gegeben. Es hat schon immer Sachzwänge gegeben und auch auf jedem Spielplan eines Stadttheaters tauchen Stücke auf, wo es sozusagen nicht 100% das Künstlerherz des Hauses schlägt und das macht man, weil man glaubt und auch sich bestätigt fühlt, dass das Publikum ein Verlangen danach hat. Das sind die berühmten Liederabende oder das Weihnachtsmärchen und so weiter und so fort. Das ist jetzt ja auch nicht so. Die Frage ist, Annemie von Agern, ist eigentlich, wenn man das die Crowd einbezieht, ist das ein, ich frage es nochmal ganz bewusst so einfach, ist es ein demokratischerer, ist es ein transparenterer Prozess, als wenn man sagt, wie hier in Berlin, wo dann irgend so eine klandestine Jury rumläuft, die Entscheidungen trifft, die man nicht nachvollziehen kann und dann sagt, das kriegt Projektgeld und das nicht und auf Wiedersehen. Ich schließe mich an mit was Jens Best auch sagt, ich glaube, it's a matter of personality, passt nicht für jeden, um auf diese Weise, so, das ist die eine Sache und natürlich, also diese ganze Antragszirkus, wo wir sehr mit verknüpft sind, das ist auch nicht so frei, natürlich nicht, also das ist auch immer wieder ein Examen ablegen, sagt man nicht, ne? Machen. Doch. So. Doch. Und wenn man ein Projekt von A bis Z eigentlich beschreiben muss, damit man Geld bekommt, ist auch nicht mein Idealbild. Also man, weil dann geht viel ins Prozess eigentlich schon verloren. Man muss ganz genau beschreiben, was man macht. In diesem Sinne ist das auch nicht so frei. Natürlich nicht. Das war nicht die Frage, glaube ich. Auch. Verändert es denn die Arbeitsweisen? Jens Best nochmal ganz sozusagen faktisch gefragt. Haben Sie da Erfahrungen darüber, dass Projekte, die crowdgefundet sind, andere Arbeitsweisen ermöglichen, hervorbringen oder erzwingen? Oder kann man das nicht sagen? Gibt es ja gar keine Daten darüber sozusagen? Also natürlich ist das, wenn man möchte. Also natürlich gibt es stille Lyriker, da stelle ich mir auch nicht vor, dass irgendwann so, ich plane einen neuen Prosaband und ich habe nie mit Menschen geredet und jetzt mache ich ein Video für eine Crowdfunding-Aktion. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann Verleger gibt, so von der alten Schule, die sagen, pass auf, ich sage euch nicht, wer es ist, ich sage euch nicht den Namen, es geht euch da nichts an, aber der schreibt einfach, die schreibt die beste Lyrik, die ich seit langem erlebt habe, ich brauche euch von euch 5.000 Euro. Es geht um den Prozess jetzt. Natürlich ist es toll, wenn man crowdgefundet hat und man nimmt die Crowd an, nicht als komische schreiende Masse, sondern als konstruktiven Reflexionsraum.
dann ist das wunderbar. Also ich, wie gesagt, ihr habt die Kulturfahrschule erlebt. Das war ein wunderbares Projekt, wo dann die Crowd in die Crowd reingewachsen ist und wo dann auch, also wo man das auch wirklich wieder, also wo man dann bereichert wird als Künstler. Ob man das, also ob man das möchte oder nicht, ist immer noch auch eine, also wir sind noch sehr, also momentan ist alles, jedes Projekt, was gemacht wird, auch wenn Kickstarter mittlerweile 1 Milliarde über Crowdfunding in USA eingesammelt hat und wir jetzt auch gerade die 10-Millionen-Marke gecrackt haben, jawohl, und damit 1500 Kultur- und Kreativprojekte gefördert haben, das war jetzt der Werbeteil, auch das, jedes ist immer noch ein Experiment, ist auch eine Pionierarbeit. Ja, also ist es immer wieder ein neues sich reinstürzen, inwieweit möchte ich das, inwieweit verlangen die Leute auch. Es kann ja durchaus sein, dass da eine sehr ungeduldige Crowd ist, die jetzt irgendwie mal jede Woche hören will, hey, was machst du denn, hast du jetzt die Farben ausgewählt oder so, ja, was wirst du denn jetzt malen, ja, vielleicht jemand, der gesagt hat, ich werde dann irgendwo hinreisen und ich werde etwas tun. So Leute gibt es ja auch, die kriegen auch 5.000, 6.000, 7.000 Euro und man weiß gar nicht, was da rauskommt. Also man weiß ungefähr, was da rauskommt. Also inwieweit da die Leute eingespannt werden können oder eingespannt werden wollen, ist eben etwas, wo wir mit Crowdfunding am Experiment stehen. Aber nochmal, dieses Experiment gab es immer. Ja, wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da haben wir diese 1% der offenen Kanäle. Ich weiß nicht, wer die noch kennt. In Frankfurt war das dann der offene Kanal Frankfurt-Offenbach. Da habe ich meinen ersten Film gemacht, auf SVHS damals noch. Der ist zum Glück nie digitalisiert worden. Und ihr werdet ihn auch nie sehen. Aber und man muss einfach irgendwann feststellen, man ist kein Regisseur und das muss man auch irgendwann mal rausfinden. Ja? So, Punkt. Und dann macht man halt andere Sachen. Aber auch eine wichtige Botschaft. Auch eine wichtige Botschaft, ja. Man muss ja auch, wie gesagt, also, aber nichtsdestotrotz, merkwürdig war, dass in Frankfurt immer die Randgruppen diesen offenen Kanal benutzt hatten. Ja? Das war, ich glaube, es gab die erste Urdu-Talkshow in Deutschland, war auf dem offenen Kanal Frankfurt-Offenbach. Weil natürlich Urdu-sprechende Communities sich gesagt haben, wir kommen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht vor. Geschweige denn auf ProSieben oder so. Und deswegen haben sie sich gesagt, gut, dann geben wir halt den offenen Kanal. Und das war dann toll. Das heißt, da ist eine Gemeinschaft entstanden und anscheinend haben deutsch sprechende Leute nicht die Notwendigkeit, irgendwie diese 1% von 5 Milliarden, die ihnen gegeben wird, zur freien Verwendung, macht damit, was ihr wollt. Ja? Und heutzutage muss man nicht irgendwie zum Kaiserlei fahren, am Rand von Frankfurt, um sich da irgendwie die Sachen auszuleihen oder in einen komischen Schnittraum zu gehen, sondern man kann das fast zu Hause machen. Ja? Wo ist denn, warum fordern wir nicht 5% der öffentlich-rechtlichen Mittel für den Rundfunk zum Beispiel ein, um die partizipativ zu gestalten? Ja? Warum gibt es nicht VHS-Kurse für Videoblogger? Ich bin öffentlich-rechtlich geprüfter Videoblogger jetzt und darf jetzt öffentlich-rechtliche Gelder. Da könnte ich mir nämlich auch diese 17 Euro irgendwas zurückholen im Monat. Aber egal, auf jeden Fall könnte ich damit was machen. Ja? Und es gibt ja dann, also es gibt ja immer diesen Ansatz, aber irgendwie interessiert es die Leute anscheinend gar nicht so mit dem Partizipieren. Das muss man ja auch mal feststellen, dass die Leute zumindest aktuell nicht so auf der Partizipationsschiene alle sind, auch wenn wir alle dieses Wort ständig in den Mund nehmen und es vollkommen überstrapazieren, meiner Meinung nach. Jetzt bin ich aber abgekommen, ein bisschen, Entschuldigung. Genau, die sind halt nicht hier, ne? Die nicht so da drauf sind. Es ist immer so, dass sie in solchen Gesprächen ja, aber genau, aber das nicht teilnehmen. Aber das wollte ich nochmal sagen. Weil das, genau, das war das, was mit dem Planung des Spielplans, ja. Ganz ehrlich, ich würde auch sagen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, bei Freiburg irgendwie so auf dem Marktplatz und so, ne? Hamlet oder was, oder Macbeth? Und so eine Umfrage machen, ich weiß nicht, aber ganz bei Wikipedia ist es ja ähnlich, ja. Bei Wikipedia kann jeder Chemieartikel schreiben. Ich kann nur dazu einladen, auch andere, ja, auch gerne im Kulturbereich. Aber zum Beispiel Chemie. Es gibt aber auch eine Redaktion Chemie. Das sind nicht irgendwie bezahlte Leute bei Wikipedia, sondern das sind Freiwillige, die seit sehr langer Zeit und mit einer langen Leidenschaft in dem Bereich Chemie aktiv sind. Und wir bei Wikimedia, wir fördern die zum Beispiel, indem diese 40, 50 Leute, das ist so der harte Kern im Chemie, Wikipedia, einmal im Jahr zusammenkommt, ein Wochenende, und sich trifft, physisch, und dann mal trifft und dann mal drüber spricht. Ja, daraus ist dann zum Beispiel, dass sie wollen alle chemischen Elemente, Artikel werden jetzt exzellente Artikel, also richtig tolle Artikel, noch toller als die normalen. Und solche Sachen entscheidet man dann. Das ist der harte Kern von freiwilligen Laien, die eine Sache voranbringen. Ja, und warum erzähle ich das? Weil zwischen jeder kann in die Wikipedia schreiben und es gibt aber eine Redaktion Chemie bei der Wikipedia. Wenn ich das jetzt mal übertrage, auch für Altertum und für Kultur, es gibt für alles Redaktionen, ne? Das ist dann noch die Frage, wer in Freiburg ist zum Beispiel, gehört zu dem erweiterten Kreis der interessierten Laien und dürfen die dann mitsprechen? Also sitzen da auch ein paar Zuschauer
bestehende und zukünftige Zuschauer, wenn dann diese Schauspieler und Dramaturgen und Regisseure da sitzen und sagen, was machen wir nächstes Semester? Ich glaube wirklich, dass jede Gruppe hat so sein Netzwerk. Ob das via Crowdfunding ist oder nicht, es gibt Freunde, Familie. Also ich glaube, diese Gespräche finden sowieso statt. Unsichtbar vielleicht, aber die finden statt. Also das ist nichts Neues. Und jeder Künstler hat so sein Netzwerk. Mal größer, mal kleiner. Ob man das einfordert, ist noch eine andere Sache. Und ich wollte noch das Sprechen über Crowd als die schreiende Masse. Das ist so viel Subtext darin, das ärgert mich ein bisschen, weil ich denke, warum muss das so gesagt werden? Weil da man davon ausgeht, dass die Institutionen ihr Publikum missachten, würde ich eigentlich total bestreiten wollen. Und man muss sein Publikum sehr ernst nehmen. Und das tue ich auch, weil ich bin selber Publikum. Also ich bin selber Zuschauerin. Und ich möchte auch, deswegen habe ich das betont, es muss erst ein Angebot geben. Ich möchte auch, wenn etwas passiert auf die Bühne, dass ich ernst genommen werde. Und nicht, dass ich als ein Kind behandelt werde oder dass ich noch allerlei Sachen selber entscheiden muss, weil das cool ist oder so. Ich weiß es nicht. Ich möchte auch gerne von einem Arzt behandelt werden, der sein Studium zum Ende gebracht hat und ein Spezialist ist und nicht nur, ne, ist ein blöder Vergleich, tut mir leid, aber so nur mal zu sagen, dass diese Crowd und Publikum, ich sehe da nicht so eine Trennung, ehrlich gesagt. Und ich finde, Menschen, die ins Theater gehen, sind mündige Bürger, Menschen, die holen sich was, die wollen was haben. So. Ja, das... Sind Sie nicht einverstanden? Ich öffne gleich. Einen Satz noch dazu, das hat was damit zu tun, glaube ich. Die Unterscheidung haben wir jetzt auch ein kleines bisschen rausgekriegt, dass man zwischen Kultur- und Kunstprojekten unterscheiden muss. Und bei Kunst gehört wesensmäßig dazu, glaube ich, dass man vorher nicht wissen kann, ob das Kunst ist und ob es einem gefällt. Ich weiß ja gar nicht, welches Theater ich sehen will. Ich weiß es danach, ob ich es habe sehen wollen oder habe nicht sehen wollen. Und vorneweg sagen zu können, ich kann allenfalls so diffus sagen, ich hatte vor 15 Jahren ein sehr berührendes Erlebnis da drüben in der Volksbühne. Es wäre ganz schön, wenn ich nochmal so berührt worden wäre. Mehr kann ich ja gar nicht sagen. Das heißt, womit wir es zu tun haben, auch da, auch bei Crowdfunding ist, das hat man jetzt vielleicht ein bisschen herausgearbeitet, ist ein weiterer Schritt von Ausdifferenzierung. Es geht nicht überall, es geht nicht immer, es geht für ganz bestimmte Dinge. Für welche, das muss man experimentell wahrscheinlich herausfinden. An diesem Punkt würde ich gerne das Publikum einbeziehen. Bitte schön. Fragen, fragen Sie. Widersprechen Sie. Sora Marie Bauer, Make Me Matter Projekt von der Universität der Künste Berlin. Ich möchte anschließend die Spielebranche, bei der ist es gang und gäbe, also dass sie ganz nah an ihrer Klientel dran sind und dass die nicht nur Crowd fanden und crowdsourcen, sondern dass die eben auch co-kreativ ihre Spiele entwickeln und da funktioniert es ja bestens. Also, oder Wikipedia, du hast es ja genannt, Jens, da gibt es eben Qualitätsfilter, die Lektoren sind es eben bei Wikipedia, die dann dafür sorgen, dass eben die Streubreite konzentriert wird und dass eine Qualitätsebene entsteht. Wie könnte das, ich glaube, das Theater kommt nicht drum herum, solche Dinge für die Zukunft und sei es in 15 Jahren oder 20 Jahren, jetzt schon mitzudenken. Und wie könnte das am Theater dann ausschauen, dieser Qualitätsfilter? Möchten Sie was sagen, Frau Mundl, vielleicht? Ich weiß nicht, es ist vielleicht noch keine Antwort oder so, aber vielleicht ein erster Schritt. Was wir versucht haben oder was wir versuchen, ist, dass wir eben ein Spielplan nicht so funktioniert, wie Sie es jetzt gesagt haben, Dramaturgen und Schauspieler schließen sich ein, sondern dass wir versuchen, das Sensorium für Themen, für Geschichten, für Projekte sozusagen zu erweitern und immer wieder, wir nennen das jetzt interne Akademie, wo wir sozusagen Leute aus allen gesellschaftlichen Bereichen einladen, mit uns gemeinsam überhaupt darüber nachzudenken, was ist deren Wahrnehmung von dem, was gerade wichtig ist, welche Themen sind und daraus destilliert, dann kommt erst dieser Prozess sozusagen, den Sie gerade besprochen haben. Das geht immer wieder unter im Wahnsinn des Alltags, das zu organisieren, die Leute aus Berlin einzuladen, nach Freiburg zu kommen, um mit uns gemeinsam mit diese Gespräche zu führen. Aber das empfinde ich immer als ganz, ganz große Bereicherung, um diese
sozusagen auszubrechen aus diesen Spezialistenreden über oder so und bewegen sich in ihren Kreisen. Das finde ich, da gibt es auch gute Beispiele von, die versuchen dann auch hinzugucken in andere, wie soll ich sagen, zum Beispiel in den belgischen Bereich, wie organisieren die zum Beispiel ihr Theaterladen, wir versuchen wir Leute einzuladen, um unsere eigenen Denkmuster in Frage zu stellen. Das ist so ein erster kleiner Schritt vielleicht, aber nicht nur wir Theaterleute denken über Spielplan nach. Das ist, finde ich, schon mal der erste Schritt gewesen für uns. Auch Publikum zum Teil. Wie bitte, Entschuldigung? Ach so. Ja, weitere Fragen, so Sie möchten. Die Crowd darf sprechen. Es gibt keine. Dann, ich würde sonst noch mal auf die Qualitätsfilter. Ja, bitte. Genau. Sonst würde ich auf die Qualitätsfilter noch mal versuchen. Also man sieht es ja, also jetzt bei Wikipedia ist es ein rein online-basierter Prozess, wohingegen das Theater ist eben, das hat Herbert Fritsch letztes Jahr hier an der Stelle, glaube ich, ganz gut gesagt, ist ja also, wo man immer noch hingehen muss, wo man noch irgendwie das Fleisch noch erleben muss und die Seele noch erleben muss. Und das ist ja auch ganz gut so. Also nur, was hat bei Wikipedia funktioniert, was hat nicht funktioniert? Wie hat sich das rausgebildet, dass es dort Qualitätsfilter gibt? Weil auch die Lektoren sind ja Freiwillige. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie jetzt 100 festangestellte Lektoren haben, die dann den Wahnsinn, der da draußen geschrieben wird, irgendwie, sondern das ist ja ein gemeinsamer Prozess. Aber es ist unter der Anerkennung, dass die Enzyklopädie Regeln hat, das enzyklopädische Schreiben Regeln hat, die man ausdiskutieren kann. Ja, also die Regeln der Regeln werden auch noch diskutiert. Also für Soziologen ist ja die Wikipedia deswegen so spannend, weil jede Diskussion wird dokumentiert und festgehalten und in allen ihren Versionen. Ja, also die Unerträglichkeit des ständigen Miteinanderredens ist ja die Wikipedia geworden. Trotzdem ist sie aber mit 364 Sprachen und allein 1,7 Millionen deutschsprachigen Artikeln funktioniert sie. Also warum funktioniert etwas, was eigentlich der reine Wahnsinn ist? Und jetzt ist natürlich, jetzt im Vergleich zum Theater, hat die Wikipedia den Vorteil, dass sie online basiert ist. Das heißt, diesen ganzen Orga-Kram, den man machen muss, wenn man diesen Meetspace noch irgendwie mit einbezieht, ist halt eben weggefallen. Aber man kann trotzdem sich ja inspirieren lassen. Jetzt, wenn man sagt, bei der Games-Entwicklung, auch da, wie funktioniert da das Feedback von denjenigen, die in Games halt leben und dort ihren Spaß haben. Ja? Also was werden da für Geschichten erzählt? Also das Storytelling im Games-Bereich ist ja extrem spannend auch zu sehen. Also auch was für archaische Geschichten da neu entdeckt werden teilweise. Wenn man das jetzt mal nimmt und dann natürlich die große Herausforderung wird sein, das Theater ist dafür da, diesen physischen Raum, ja, den wir als Menschen ja nicht verlassen werden, nur weil das Internet jetzt da ist, diesen physischen Raum neu zu beleben. Und ich glaube, dass die Erfahrung von unerträglicher Offenheit, das ist ja im Prinzip Crowdfunding, Crowdsourcing heißt ja nichts weiter als Kontrolle verlieren, heißt offen zu sein bis ins Unerträgliche, was Theatermenschen ja auch gerne machen. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie hier eine Unternehmenssache sind und wir müssen jetzt irgendwie uns mal alle öffnen langsam, ja? Sondern Theaterleute sind ja irgendwie gewohnt, dass man ab und zu mal wie Sie es gerade gesagt haben, dass man Leute zulässt, die einem etwas ganz anderes erzählen und dann sagt, warum konnten wir so, ne? Also das ist ja, und ich finde das spannend an der Stelle zu sagen, gibt es irgendwelche Impulse in der Organisation von Offenheit, die wir aus dem Internet rausnehmen können, im Crowdfunding, Crowdsourcing und wo das Theater eine neue Rolle spielen kann in diesem genauso wichtigen physischen Raum, weil dass die Städte sowas brauchen, also das Theater als Pulsmacher. Damit ist, es ja ab und zu echt nur geschlossener Raum bleibt. Herrlich. Zum Beispiel. Offenheit ist unerträglich, ja, das stimmt. Ja. Aber sie ist halt eben... Wenn es keine weiteren Fragen gibt, hat Jens Best freundlicherweise schon aufs nächste Podium hingewiesen, nämlich auf Games und Theater und die Verbindung und Verquickung. Ich danke den Gästen, ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus